Ich habe noch ein paar Hinweise, denen du folgen könntest. Mit welchem möchtest du anfangen? Deine Entscheidung, Mann. Der Kerl reißt die Klappe ganz schön auf. Er sagt, dass alle, die unter den ersten drei landen, um sein Auto fahren können. Das schaffst du doch, oder? Dass du bei dieser Veranstaltung Lachgas einsetzen kannst. Nur keine Zurückhaltung. Setz es zu deinem Vorteil ein.
Cool, super gemacht. Du hast dir eine Chance auf sein Auto verdient. Den Ort findest du auf deiner Karte. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern nach links abbiegen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Schicker Schlitten, aber leider nicht für diese Veranstaltung geeignet. Möchtest du ins richtige Auto steigen? Der Kerl gibt nicht auf. Er ist überzeugt, dass er ein besserer Fahrer ist als du. Und er ist sich seiner Sache so sicher, dass sein Auto dir gehört, wenn du ihn darin schlägst. Zeig ihm einfach, was du drauf hast. Du hast es geschafft. Viel Spaß!
Schicker Schlitten, aber leider nicht für diese Veranstaltung geeignet. Möchtest du ins richtige Auto steigen? Okay, der Typ muss die Polizei loswerden, bevor er ein Rennen fahren kann. Erreiche bei dieser Tempozone ein durchgeknalltes Tempo, um sie von ihm abzulenken. Dann ist er dabei. Hey, alles klar. Du kannst was. Ich habe gerade erfahren, wo sich der Fahrer auffällt. Sieh auf deiner Karte nach. Begib dich dorthin und fordere ihn zum Duell heraus. Es ist ganz einfach. Gewinn dieses Rennen und er tritt um sein Auto an. In 100 Metern nach rechts abbiegen. Nach links abbiegen.
Toll gemacht, Mann. Du hast es allen gezeigt. Jetzt muss er um Fahrzeugbriefe fahren. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Der Bugatti Veyron. Alles an ihm schreit nach Geschwindigkeit. Der Typ scheint im Geld zu schwimmen. Er wird es brauchen, nachdem du sein Auto gewonnen hast. Vor ihm. Sorg dafür, dass das bis zur Ziellinie so bleibt und wir haben es geschafft.
Jetzt bist du der Wettkönig, Mann. Du hast es geschafft. Ein tolles Auto. Okay, wir sollten uns wohl um die restlichen Autos kümmern. Wenn man damit fährt, meint man, dass alle anderen stehen würden. Das wird dir gefallen. Bis jetzt hast du das gut gemacht. Mehr als gut. Sehr gut, um die Wahrheit zu sagen. Aber es gibt da immer noch ein Auto, das wir haben müssen. Den Maserati Ghibli. Und ich habe ihn gerade gefunden. Wenn möglich, bitte wenden. Deine Entscheidung, Mann. Okay, wir haben uns ein Rennen verdient. Ziemlich schnörkellos. Was ich so höre, haben es einige dieser Fahrer echt drauf. Du solltest also wirklich alles geben.
Gut, das hat alles gepasst. Seit Miami habe ich niemanden mehr so fahren sehen. Jetzt muss er um Fahrzeugbriefe fahren. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert.